Hallo, da ist der Rainer, schön, dass du da bist. Jesus sagt zu dir, zu mir, ich habe einen guten Plan mit deinem Leben. Ich habe was vor mit dir. Ich möchte, dass du was erreichst. Ich möchte, dass dein Leben einen Sinn hat. Ich möchte, dass du deine Träume verwirklichst. Und ich möchte, dass du in meinem Plan bist, sagt Gott zu dir. Sein Plan ist der beste für dein Leben. Er hat was für dich vorbereitet. Sei dir sicher, er möchte dich hochheben. Er möchte, dass du ein wunderbares Leben führst. Genau. Und die Bibel sagt in Matthäus 7, Vers 24, wenn du nun in meinem Wort bleibst, dann bist du wie ein kluger Mann, der sein Haus auf einem Felsen baut. Und du hast diese Geschichte vielleicht schon gehört. Und der Unkluge baut sein Haus auf dem Sand. Und wenn der Sturm kommt, dann fällt es einfach zusammen. Und ich möchte dieser kluge Mann sein. Entscheid dich du auch. Gott ist treu. Wenn er dir was verspricht, wenn er einen Plan für dich hat, wenn er für dich was vorbereitet hat, dann ist er treu. Weißt? Er ist treu. Ich sage nur ja, ich stelle mich zur Verfügung, aber er ist der, der alles checkt, der es macht. Und ich habe das schon so oft erlebt, aber er braucht mein Ja dazu. Und er ist treu und er wird uns Ziel bringen, sagt die Bibel. Es steht alles in der Bibel, du brauchst es nur raussuchen. Genau, und wir wollen der kluge Mann sein, der sein Haus auf den Felsen baut. Und dieser Fels ist einfach Jesus. Ja? Und dieses Haus steht. Und der Gospel Van ist ja auch irgendwie ein Haus auf Rädern, eine Kirche auf Rädern. Und die bauen wir. Sei dabei. Wir wollen uns jetzt in den nächsten Videos ein bisschen so den Ausbau anschauen, wie das Projekt vorwärts geht, was passiert. Wir sind voll dabei, daran zu arbeiten. Du weißt ja, Gospel Van ist eine mobile Kirche. Wir wollen in deine Stadt kommen. Wir bitten dich, lad uns ein, wir kommen zu dir. Wir sind ausgerüstet, das Evangelium autark an jedem Platz zu verkünden. Wir kommen so gern zu dir, um den Namen Jesus groß zu machen. Ihm sei alle Ehre. Er ist der Mittelpunkt und er ist der Grund, warum wir das tun. Es ist sein Ding, es ist ein Sei-Projekt. Er hat mir das aufs Herz gelegt. Ich habe das jetzt lange bewegt und es nimmt Gestalt an. Ich finde das so super, ich finde das so cool, was er da vorhat. Die Finanzen passen auch, die Leute, die mir helfen, passen. Es läuft einfach wirklich gut. Wenn Jesus seine Hand auf einem Ding hat, dann sei dir gewiss, dass er treu ist und dass er dich ans Ziel bringt. Oh, er ist gut. Und lass uns nun runtergehen. Wir haben diesen Van, der steht unten im Garten, auf unserem Parkplatz und dort wird gewerkelt. Lass uns runtergehen, schauen wir, was bis jetzt passiert ist. Komm mit. Hi, ich weiß nicht, wie viel du sehen kannst, aber ja, wir sind voll dabei. Und zwar, das soll irgendwie das Herzstück werden, dieser Tisch, diese Sitzgelegenheit in diesem Gospel Van. Wir wollen hier Zeit haben, um über Jesus, über Gott zu reden. Wir wollen uns Zeit nehmen, hier gemeinsam zu beten, die Bibel zu lesen, im Wort studieren. Das soll irgendwie so ein zentraler Punkt sein in diesem Van. Ja, wir sind beim Ausbauen. Es geht vorwärts. Hey, bet für uns. Es wird ein großes Ding. Sei dabei, schalt wieder ein. Bis bald.